Was geht, Dr. Bros? Mein Name ist Dr. Paul und willkommen zum 10. Part der Pokémon Sonnenmond Battle Factory versus mit und gegen Imprisoned. Hallo Leute, ich versuche gerade hier Ballerina zu spielen, aber es funktioniert gerade nicht. Gerade eben was geklappt. Aber jetzt muss starten. So Alter, schlecht. Ich schaff's nicht. Vor dem Part habe ich es zweimal jetzt gerade geschafft und jetzt aber einmal nicht. Das ist schon ein bisschen traurig. Nicht hin. Ich will gerade so sagen, Present, der kann doch gar nichts, aber ich krieg's gerade auch nicht hin. Oh, Paul, der kann auch gar nichts. Ja, ich hab das schon die ganze Zeit. Jetzt habe ich es hinbekommen. Kacklappen. So, im letzten Part haben wir den zweiten Trial gemacht. Und einen richtig geilen, spannenden Kampf. Guckt Achtung, auf jeden Fall Spoiler. Bei Prison vorbei. Mein Team hat sich ein bisschen geändert. Deswegen richtig. Ich das hier immer mal ein. Und zwar habe ich die TM Surfer auf Marikek draufgepackt. Ich habe über Eisstrahl und Surfer nachgedacht. Surfer lohnt sich aber um einiges mehr, weil jetzt schon so einen starken Step zu haben, ist richtig gut. Vor allem bei der Step für Marikek, der richtig starke erst später kommt. Und ja, das ist dann so mein Team hier. Ich habe noch nicht gekämpft. Und ich habe Fukano jetzt umgestellt. Also Fukano bekommt jetzt keine besonderen Erfahrungspunkte mehr, sollte es zumindest nicht, sondern jetzt ist alles gut. Present. Ja. Was denn? Soll ich dir was richtig Böses sagen? Was denn? Surfer war richtig scheiße. Wieso? Weil du A, Siedewasser bekommst bei den Dings, bei dem Plätscherhügel. Okay. Und B, wenn sich Marikek entwickelt, kriegst du Schaumserenade, was genauso stark ist wie Surfer. Hä, das wusste ich nicht. Die Sache ist auch... Ich hab schon so ein komisches Gefühl gehabt, weil Paul gesagt hat, ja, das ist eine gute Idee. Ich hab Animationen, ja. Ich hab Animationen raus. Ich weiß. Ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, der Paul, der findet das wahrscheinlich nicht so super, aber ich dachte, ich wollte das zu erfahren, ist mir jetzt egal. Eisstrahl, ja, der braucht das schon. Eisstrahl wäre richtig nice gewesen. Ich so, bitte nicht Eisstrahl, bitte. Ist mir egal. Ist mir total egal. Bis sich Marikek weiterentwickelt, dauert jetzt noch einiges an Zeit. Trotzdem ist Siedewasser besser. Ist egal, kann ich dich im ersten 6v6-Kampf raggen. Ist alles safe. Hey, nein, Siedewasser, du mich halt burnen können überall. Egal, Surfer ist stärker. Also passt das. Ich habe gerade den Silberhauch-Boost bekommen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, ich habe hier gerade noch Animation aus. Stelle ich sofort wieder an. Weil, ja, ich musste ein bisschen nachtrainieren. Für die Leute, die es nicht mitbekommen im letzten Part, mein Spiel ist abgestürzt. War nicht so cool. Ich wusste nicht, dass Marikek diese Schaumserenade erlernt. Weil ich habe halt... Hey, die Starter lernen alle ihre... Ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass sie die ganzen Sachen lernen. Ja, und Siedewasser. Und das habe ich dir sogar, glaube ich, gesagt. Das habe ich nicht mitbekommen, dass es darum liegt. Das liegt darum? Ja. Oh. Ja, egal, das habe ich jetzt so liegen lassen. Ja, Surfer. Brauche ich auch nicht, ich habe halt Surfer, ne? Ach, Present. Ist mir egal. Also ich bin halt echt nicht salty. Also ich denke mir zwar, okay, Eisstrahl wäre jetzt cool gewesen, aber jetzt schon Surfer zu haben, was ich sehe schon, du bist salty, ich sehe das schon. Okay, merkt man, richtig. Nee, ist kein Problem. Also ein paar Zuschauer werden jetzt sagen, hey Mann, was hast du getan, als Eisstrahl spielen sollen. Aber wisst ihr was, ich werde sowieso die ganze Zeit Surfer drücken und ich habe genug für Flug-Pokémon und was gibt's noch, Drachen-Pokémon? Ja, das passt. Ich bin Feen-Pokémon, bald. Ja. So, EP teile das auch aus, alles gut. Und ich bin jetzt bei den Mogelbäumen nebenbei. Ja. Ich auch. Stimmt, habe ich den EP-Teil ausgemacht? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube schon, aber ich schau mal sicherheitshalber. Ja. So, Mogelbaum sind weg. Und ja, wir müssen heute zum Battle Royale. Richtig, und dann werden wir diesen Mask Royale sehen, den man nicht kennt. Wir haben keine Ahnung, wer Mask Royale ist. Echt nicht? Ja. Ach, stimmt, hier dürfen wir mit dem Pokémon fahren, nachdem man die Mogelbaum verstanden hat. Stimmt, Route 6, genau. Also es ist, glaube ich, dieselbe Route, aber halt quasi ein neues Gebiet. Aber... ist die etwas länger oder, also gibt es verschiedene Pokémon auf der Route jeweils? Nee, nur, also insgesamt ja. Ich glaube, es ist dieselbe Route mit der Farm und so, aber da gibt es halt andere Pokémon, ja. Okay, ich werde erstmal schon gleich, ob ich überhaupt ein paar Bälle habe, weil das weiß ich gar nicht. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Holy shit, richtig. Wie Magby einfach genauso groß ist wie das kleine Kind hier. Da hast du das kleine Kind angesprochen, ich dachte mir, komm, den lässt du aus. Weil die Level sind halt jetzt gerade hier relativ gering. Level 17 ist das Mogelbaum von Düm. Ich muss zwei Pokémon trainieren. Ich lasse die einfach mal alle aus. Stimmt, du hast ja einen Kiesling. Mann, ich hätte mich Achtung, richtig gefreut, das zu benutzen, aber es verloren. Ist okay. Tja, selber schuld, Mann. Selber schon auf den Bock ausgefeult. Naja, kann man nichts machen. Ja, kann man nichts machen. Da ist die Prediction wohl aufgegangen. Ja. Ich habe halt wirklich schon so geahnt. Oh, ich weiß nicht, aber wenn du Koriogel mitnimmst, dann zerstörst du halt mein restliches Team. Ja, das ist halt so die Sache. Jetzt habe ich halt wieder ein Problem. Richtig, aber es gibt halt noch bis zum nächsten Kampf einige Pokémon, die man fangen kann.
Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Doch. Der wir haben die jetzt, Route und den Vulkan und was anderes fällt mir gar nicht ein. Gibt sich nach dem Battle Royale Dings. Und wir dürfen doch noch mit der Angel in Ohana fangen. Was stimmt. Dann? Ja, ein Wasser-Pokémon, das hilft mir richtig gegen Koryogel. Mensch, Prison, du bist mir mal wieder eine Hilfe. Ja, gut. Na ja, gut. Ja, wenn das Eistrahl hat, dann wird das ja vielleicht klappen. Ja, ich werde mir irgendwas überlegen. Oder auch nicht. Oder einfach nur hoffen, dass du irgendwas Dummes machst. Danke! So, gucken wir mal. Was bekomme ich jetzt an Counter? Habe ich das nicht schon? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, Present. Hier sehe ich ja gleich am Pokéball. Ja, das stimmt. Nee, das habe ich noch nicht. Krass. Ich hätte gedacht, dass ich das schon habe. Absolut crazy. Das ist richtig crazy, Alter. Mogel. Oh, ich liebe es so hart in dem Spiel, dass die Trainer halt auch verschiedene Pokébälle haben. Darauf hab ich. Ja, gut. Ja, ergibt Sinn. Ich dachte, wovon redet der junge Mann? Ja, da? Du hast auch noch nie Sonne und Mond gespielt. Richtig, ich hab's noch nie gespielt. Ja, das ist alles ja. Schon her, Mann. Nein, das kann doch. Ich dir trotzdem merken. Doch, viele Sachen habe ich mir auch gemerkt. Die ganzen schönen Features cool. In diesem Spiel, Preview, ja, das ist gar nicht. Doch, die ganzen coolen Features schon, aber gut, der Pokéball ist jetzt nicht so wichtig. Ach, ich finde, das ist ein schönes Detail. Ja, ist ein schönes Detail, aber ist jetzt nichts, wo ich denke, Alter. Das kann man sich schon cool, mal merken. Cool, dass wir es so eingebaut haben. Das kann man sich schon mal merken. Richtig, ich finde das cool. Ja, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Ja, hat sich gerade so angehört, junger Mann. Tut mir leid, junger Mann. Richtiger Hater hier. So. Richtig der Hater. Das Problem ist halt, bei meinen Pokémon, die entwickeln sich alle so spät. Ja, das ist tatsächlich problematisch. Dieses Pokémon, was ich hier gerade fangen kann, ist eigentlich ziemlich cool. Ich überlege gerade sogar, ob ich das mit reinnehmen soll. Okay. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Mal schauen. Ich bin noch nicht in meinem Encounter drin. Na, hast du noch keinen Encounter? Okay. Nee, ich mache hier die Trainerkämpfe. Ich werfe jetzt einen Superball, weil das dauert gerade viel zu lange. Okay. Komm, Superball, bitte. Ja, warte, ist ja, glaube ich, egal, in welches Gras man hier geht. Gehe ich hier hin. Ach, da kann man nochmal nach Ohana und da liegt, glaube ich, ein Item rum. Mein Encounter ist ein... Oh, nice. Ja, okay. Ist ganz cool. Keine Dupes Claws? Nee. Okay. Kann man mal mitnehmen. So ein Mogelbaum, ne? Gibt's einen Mogelbaum hier überhaupt? Mogel. Weiß nicht. Könnte aber sein, tatsächlich. Könnte tatsächlich echt gut sein, weil jetzt, wo wir auch diese Mogelbaum hier gesehen haben. Es gibt nämlich keinen Plural von Pokémon. Pokémons. Richtig. Pokémons. Ja, oh Gott, Trigger. Pokémons. So. Pokémon. Das finde ich aber tatsächlich. Schau ich cool. Mal, ob ich das fangen kann, aber es soll eigentlich kein Problem sein. Hey, wie wollte ich das jetzt überhaupt nennen? Also. Pokémons, ja, das ist ein guter Name. So nenne ich es, Mann. So, okay, ich habe meins auch gefangen. Ich weiß aber auch gerade spontan keinen Namen. So, will ich es jetzt hier mit in mein Team nehmen? Na, momentan noch nicht. Ich finde das Team momentan eigentlich ganz cool. Also ich würde das, was ich jetzt gerade gefangen habe, schon recht gerne mitnehmen. Vielleicht. So, ich gehe jetzt hier direkt wieder nach Ohana und mache da den Encounter. Wobei, nee, kann nicht. Ich dachte, ich kann das gerade super cool machen, weil ich so von hinten reingelaufen bin. Aber geht nicht. Hier ist eine TM-Schlafrede. Bringt zwar nichts, aber nur, dass du Bescheid weißt. Ja, da wollte ich gerade auch hin. Ich guck mir mal das Wesen an. Ja, geil, ist richtig scheiße. Ah, okay, das Pokémon hätte es dir gegeben. Hätte ich zwar so nicht gewollt, aber alles gut. So, okay, dann hole ich mir auch eben noch die TM. Und dann geht's zum Battle Royale. Das habe ich ja schon gefangen, der war meint. Frage. Was denn? Beim Battle Royale, wenn da was stirbt, zählt es oder nicht? Nein oder nee, würde ich nicht sagen. Okay, ja, weil das ist halt kein richtiger Kampf. Nee, ja. Das ist schon ein bisschen dumm, weil du kannst halt einfach gefokust werden oder halt nicht. Das ist halt total. Ich wurde halt den Mond damals direkt von allen dreien angegriffen und ich denke mir so, ach, das ist klar, cool. Also ich würde das nicht zur Nuzlocke zählen, weil du kannst halt nichts letztendlich machen. Entweder alle fokussen dich oder nicht. Ja. Ja, es kommt halt drauf an, welches Pokémon du gerade vorne hast und. Ja. Kannst dich halt nicht irgendwie wehren. Deswegen würde ich das jetzt nicht so cool finden. Okay. Egal, bei wem das passiert. Also selbst wenn es jetzt bei dir passiert wäre, hätte ich, glaube ich, auch im Nachhinein gesagt. Nee, okay. Ja, ich wollte es nur vorausgeklärt haben, nicht, dass da irgendwie Unverständnis kommt. Ich glaube, das sollte auch mit den Zuschauern konform gehen, weil das wäre halt echt ein dummer Tod. Vor allem, ich habe halt damals das Battle Royale gemacht und war halt erstmal so ein bisschen verwirrt, weil ich da so komisch eingeworfen bin und halt verkackt habe.
und direkt besiegt wurde. Und das ging halt alles so schnell, nur ein Pokémon besiegt, zack, Ende. Hab mir gedacht, okay, ich würde dann ganz gerne nochmal so eine Runde spielen. Und das ist richtig dumm gelöst, weil du dann einfach gegen irgendwelche NPCs spielst mit Level 50er Pokémon. Ja, das sind Mega-Entwicklungen. Das sind Pokémon, die nicht mal im Alola-Deck sind. Warum gibt's keinen fucking Nationaldex? Ja, das frage ich mich auch. Wieso hat man hier keine Nationaldex eingebaut? Absolut. Unverständlich. Nebenbei speichere gleich mal Sicherheitsalber ab. Ich meine, wir kennen das ja mittlerweile mit dem Abstützen. Ja. Weil wir haben nach dem letzten Mal nicht abgespeichert. Ja. Es war super merkwürdig. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich habe das letztens, glaube ich, von Paul auch gehört, dass es bei ihm abgestürzt ist. Liegt vielleicht an dem letzten Update. Ich weiß es nicht. Ja, es kann sein, dass da irgendwie ein Bug oder so ist. In jedem Fall ist das halt super dumm, wenn man mittendrin einfach einen Absturz bekommt. Man kann halt nichts machen. Ist halt nicht so, dass man den provoziert oder so. Naja. Keine Ahnung. Also zumindest weiß man nicht, inwiefern man ihn provoziert. Ja. Ja, es war im Festivalplaza, also kann sein, dass es damit irgendwas zu tun hat. Ich bin die Gästeliste da lang gegangen und dann ist das Spiel abgestürzt. Also ich habe jetzt hier abgespeichert. Okay, ich bin gerade noch im Kampf. Cool, wie der dann das Buch dann in die Hand nimmt und dann eben da reinschreibt. Ja, das stimmt. Das ist eine coole Detail. Das Detail, das feierst du wieder, ne? Present? Ja, ich sehe schon. Richtig. Pokémon appreciatest du nicht, aber dann so ein Müll. Richtig, so ein Müll, Alter. Ja. Ist schon ein bisschen hart, oder nicht? Alter, den kennen wir doch, den Pepek LP. Hey, lass Pepek LP in Ruhe. Okay, sorry, Mann. Egal, was passiert, der wird sich noch weiterentwickeln. Und dafür werde ich sorgen. Außer ich snack ihn. Den kriegst du nicht. Tja. Lass den in Ruhe. Ich kann ihn mir klauen. Nein. Wenn ich den nächsten Kampf Nein, mehr. Bitte nicht. Falls du ihn halt überhaupt mitnimmst. Ja, das ist halt die Frage. Das ist die gute Frage. Ich weiß halt noch nicht mal, welches Pokémon, deswegen. Keine Ahnung. Schönheit Dorka. Der Name ist aber nicht wirklich schön. Hey. Dorka hört sich halt. Ja, und wenn dir jemand Dorka heißt, das ist dann. Das heißt, ich muss ja nicht jeden Namen toll finden. Also ich würde mein Kind nicht so nennen. Wenn man selber den Namen mag, ist doch alles gut. Aber das ist ein bisschen gemein, finde ich. Aber das hört sich ja wieder Orca mit einem D an. Warum bist du so fies auf meinem Kanal present? Das ist nicht okay. Richtig. Genau. So, ich habe hier die Skyrüppel besiegt. Jetzt erst. Richtiger Hilfe. Ja, jetzt erst. Weil ich nehme jetzt Zeit. Ja, ich nehme mir auch Zeit. Ich besiege gerade die Schönheit Dorka. Hier ist doch sogar dieses Blumenbeet. Du könntest theoretisch einen Nektar holen und deinen Kyogre ändern. Das geht? Ja. Man kann Kyogre ändern? Das ist Sonne und Mond noch nie. Wie? Das wusste ich halt echt gerade. Hä? Als ob! Wie kriegt man denn sonst die anderen Formen? Man fängt sich die anderen Formen. Alter, Preston, du hast ja wirklich noch nie Sonne und Mond gespielt. Ich wette, du hast sogar schon mal Wi-Fi-Battles mit den Kackdingern gemacht. Ja, natürlich. Du kriegst das pinke Kyogre kannst du nicht mal fangen. Die anderen beiden kannst du sogar auch fangen. Aber weiß ich gar nicht, ob ich mit dem pinken Kyogre mal gespielt habe. Hast du sogar, ich erinnere mich, das hast du mal auf einem Thumbnail gepackt. Alter. Ja? Ja! Was ist überhaupt das pinke Kyogre? Das ist das. Du bist so schlecht. Ich mag es gerade, Paul zu triggern, das ist ziemlich gut. Nein, das ist einfach nur traurig. Das ist schon ziemlich lustig. Nein. Doch, doch. Oh, das macht mich so sad. Wo ist denn dieses Nektarfeld? Ja, das kannst du jetzt mal suchen. Ich hab jetzt mir alles angeguckt in dem Spiel. Ich bin's, euer Prisoner P. Ich hab's grad nicht mehr im Kopf, Mann. Ist es da unten? Du hast irgendwie gar nichts im Kopf, kann es sein? Du hast gar nichts im Kopf, oh Gott, sein. Ja. Richtig lustig. Ja. Also, wir laufen einfach mal hier runter und schauen mal. Ich den Epitel an. Hier ist Route 6. Und so. Jetzt geht's hier. Hier ist Kantai City. Und hier ist eine Bisbark-Läuferin gedönst da. Hä? Oder, was will jetzt? Sonderbomber. Nice. Nehm ich. Ja. Okay, hier ist kein Feld. Hä, wo ist denn hier ein Feld? Ja. Kannst du mir bitte sagen? Junge, das kann man nicht übersehen. Das macht 50% von dieser Stadt aus. Ah ja, ich bin noch nicht in die Stadt reingegangen. Ich war in der Stadt, aber ich bin nicht. Ich bin dann zurückgelaufen, weil ich dachte, das wäre unten auf Route 6 nein, oder so. Nein. Ja, dann hätte ich ja, auch natürlich. Also, das weiß ich doch. Ach, das ist dieses pinke Ding. Hä, das habe ich nie mit Thumbnail gehabt. Safe. Zu 100%. Nee, ich hatte ein anderes Thumbnail. Also, das pinke, dieses Hula-Hula-Mädchen. Ja. Ne? Zu 100%. Ich gucke jetzt nach.
Wir wetten um den Sieg. Den gewinne ich den nächsten. Wieso bin ich überhaupt drin geblieben? Das ist ein Flug-Pokémon. Was habe ich getan? Alter, Schnabel. Okay, was denkst du? Present. Kannst du einfach in die Playlist reinschauen? So. Ich hoffe, man hört jetzt keine Stimmen. Willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen, meine lieben Freunde. So, Wi-Fi Battles. Es könnte auch ein Freefall gewesen sein oder nur. Ja, das vielleicht schon eher, aber ja, das vielleicht, das ist ja so ein Riesenunterschied. Ja, Wi-Fi Battle ist Wi-Fi Battle. Nein, du hast Wi-Fi Battle gesagt und ich wüsste. Freefall ist ein Wi-Fi Battle, geh nach Hause. Ja, aber für mich ist das. Ich denke an Wi-Fi Battle. Also meine Regeln sind anders. Ja, du hast Wi-Fi Battle gesagt. Ja, aber das ist ein fucking Wi-Fi Battle. In dem Moment denke ich an die Sonne und Mond Wi-Fi Battles. Und da weiß ich, dass ich nicht irgendwo das drin habe. Warum hast du zwei gelöschte Videos in deiner Freefall Playlist? Hä? Da steht bei mir zwei gelöschte Videos. Aber tatsächlich ist es nicht drauf. Ich wollte es gerade sagen, aber ich hab nie FFAs gelöscht. Kann es. Ja, ich glaube, es kann sein, dass ich mal irgendwas doppelt hochgeladen habe und das dann gelöscht habe. Könnte natürlich sein. Das ist dann auch in der Playlist. Dann muss ich das mal aus der Playlist rauspacken. Na gut, vielleicht hattest du das nicht auf dem Thumbnail oder irgendwo anders. Ich meine, ich hab's irgendwann mal bei dir gesehen. Du hast es auf dem Thumbnail. Nein, ich bin Paul. Ändert nichts daran. Freefall sind keine Wi-Fi Battles. Das sind Wi-Fi Battles. Wenn du sagst Wi-Fi Battle, dann denke ich halt an Wi-Fi Battle ist Wi-Fi Battle. GPL ist genauso ein Wi-Fi Battle. Ja, aber trotzdem sagst du. Nein, das ist was anderes. Das ist die GPL. Die findet man in Pokémon Sonne und Mond im GPL-Kampfmodus. Ja, aber das ist doch total dumm zu sagen. Ich denke dann an Wi-Fi Battle Thumbnail und nicht an GPL Thumbnail. Wenn du mir sagst, ich habe in einem Wi-Fi. Es kann auch sein, dass es auf dem Wi-Fi Battle Thumbnail ist. Ich will jetzt hier nicht deinen Kanal komplett analysieren, während wir aufnehmen. Haben wir auch noch bessere Dinge zu tun. Ja, haben wir. Ich weiß auch nicht, wieso du das überhaupt angefangen hast. Ja. Komm ran. Komm ran, Mann. So, ich nehme jetzt den geilen rosa Nektar mit. Wo ist der denn? Ich habe bisher noch nichts gefunden. Der ist auch nicht immer da. Tatsächlich. So, ach fuck, ich bin jetzt schon in die Cutscene gelaufen, oder? Ja, okay, dann laufe ich da jetzt auch rein. Ja, okay. Ja, will ich heute das rosane Choriogel, das Psycho-Ding? Weiß ich noch nicht. Muss ich entscheiden. Ich will jetzt erstmal überlegen, was ich nach vorne packe, um vielleicht doch eine Chance zu haben. Der hier könnte, glaube ich, gewinnen. Aber das kann man noch machen, oder? Bevor man. Also nach der Cutscene kann man das noch machen, das meine ich. Was meinst du jetzt? Das Pokémon ändern. Ich weiß nicht. Also wenn du reingehst, dann glaube ich nicht mehr. Okay, ich bin nämlich jetzt gerade schon drin. Okay. Mars Royale ist gerade runtergekommen. Alter, könnte es sein, dass das vielleicht Professor Kukui ist? Ich weiß es nicht. Also ich bin mir etwas unsicher, aber. Hat vielleicht. Nee, das kann nicht. Nein, das kann nicht sein. Nein, niemals. Wo sind wir hier gelandet? Bei jemandem, der Let's Play macht und so tut, ist voll überrascht. Richtig. Ich glaube, es gab echt viele Leute, die das gemacht haben. Ey, kennt es nicht. Okay, beim ersten Mal habe ich es tatsächlich nicht gecheckt, bis als die Textbox aufkam. Und dann aber ganz am Anfang, also er kam halt runter und dann habe ich halt nicht direkt, okay, das ist gut. Ja, ja. So jetzt nicht. Aber manche haben es halt wirklich so übertrieben, so nach dem Motto, Lord. Die wissen das, aber müssen das halt jetzt nochmal extra spielen. Ja. Vor allem, ich glaube, dann auch noch ein paar Cutscenes später. Also, man hat ihn auch ein paar Mal gesehen. Ja. So, jetzt, ich bin aber drin. Aber jedem das seine, ne? Ich glaube, ich könnte es schaffen. Ich weiß gar nicht, was ich an den Anfang gestellt. Oh nein, ich habe Maya am Anfang. Ja, dann werde ich es nicht schaffen. Alles klar, wir ändern dann doch die Regeln, dass wenn das Pokémon stirbt, dass man verloren hat. Genau, richtig. So. So machen wir das. Ich weiß gar nicht, ob die Level auf irgendeine. Ich glaube, die Level sind tatsächlich sogar die, die man normal hat. Profi-Wrestler Mask Royale, ich sehe schon. Ein richtiger Profi. Aber seine Pose ist cool, muss man sagen. Ja, das stimmt. Generell, ich finde es auch ganz cool. Okay, das. Vor allem, man heilt sich ja noch nicht mal mehr auf. Also, ich bin tot. Aber es zählt natürlich nicht. Ja, das zählt jetzt. Also. Leise. Nice present. Nee, ich finde es auch cool. Nee, seine Set-Animation finde ich auch ganz cool. Hab das nochmal im Schnitt gesehen, wie das aussieht. Und es sieht halt echt cool aus, wie der sich bewegt. Ich wusste, dass es fucking wofür das Schutzschild einsetzt. Einfach, ja, einfach der Sprite, wie heißt der Charakter? Der In-Game-Charakter, die Engine davon. Ja. Nicht die Engine, egal, du weißt, was ich meine. So. Okay, dann. Oh nein, jetzt habe ich ein Pokémon verloren. Ja, das bedauerlich, ne? Genau. Das wäre jetzt super, also ich würde mal jetzt sagen, oh nee, ich finde, das ist gerecht. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, können ja mal die Zuschauer abstimmen. Genau, sei mal leise, Mann. Nein, so ja, machen wir das nicht. Nee. Also, alles safe, das Pokémon darf ich behalten, wir hatten das vorher abgesprochen. Ja, hatten wir vorher abgesprochen. Sonst wäre ich auch nicht da so reckless reingelaufen. Ja, present. Gestehen wir hier deine Fehler ein.
Genau, so, okay. Moment, ist das Moment. Ich habe sogar offline gewonnen. Kriege ich einen Bonus? Keine Ahnung. Alles klar, schade. Ah, da ist der Nektar, okay. Ach, ich dachte, wenn man ein, ja, wenn ein Pokémon down ist, dann ist es zu Ende. Die greifen mich jetzt nochmal an. Ich dachte, du meintest so ein riesiges Blumenfeld, wie eben im Ula-Ula-Meer gedöhnt und so weiter. Nee, das sind nur so ein kleines. Ja, das, okay. Ja, das kenne ich doch. Also, ich bin so ja der Prison. Ja, ich kenne ja alles in Sonne. Ich habe gerade an das Feld gedacht, an so ein großes Feld. Deswegen hat mich das gewundert, dass es hier eins gibt. Jetzt stell mich nicht so da, als würde ich halt nichts wissen. Keck, du weißt aber nichts. Ja, doch, du sagst einfach Sachen, die so nicht ganz stimmen. Ja, aber dann hättest du es ja wissen müssen. Komm mal. Er hat halt jetzt an das Feld gedacht. Ja, 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 Present Rant. Ich expose dich. Ich war halt verwundert, von welchem Feld du halt sprichst. Sag halt, du wärst so ein Meadow wieder da. So ich sehe schon, Present, ich sehe schon. Großes Feld. Ich will neue Klamotten. So, wollen wir jetzt erstmal ein Schnäppchen-Paradies. Gibt's hier einen Klamottenladen? Nee, ne? Mir ist letztens aufgefallen, ich habe mir die Klamotten gekauft, aber habe die nicht angezogen. Jetzt ab. Oh, wow. Und wo kann man überhaupt das machen? Gibt es hier eine Möglichkeit? Nee, ne? Nee, die kann man sich nur in den Boutiquen ändern. Schade. Und die nächste ist erst, ja, am Ende der Insel. Glaube ich. Ja, okay, du könntest halt schnell nach Kantai City. Das ist ja quasi direkt um die Ecke. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob sich das jetzt lohnt. Ja. Okay, wofür bringen, also, was machen die Coupons überhaupt? Was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Kriegst, glaube ich, günstiger Sachen. Ich weiß es nicht. Okay. I don't know. Moment, ich kaufe jetzt erstmal ein paar Sachen. Hier sollen ja ein paar Schnäppchen da sein, ne? Wir wollen jetzt hier ein paar Schnäppchen schießen, ne? Lol. Ich bin so gut in dem Spiel. Ich weiß immer, wo die versteckten Items sind. Alter, richtiger Profi, Mann. Da habe ich noch einen Sonderbaum gefunden. Kann man gut gebrauchen. Kann man gut gebrauchen. Ja, okay. Dann gehe ich jetzt einfach weiter. So, Alter, du willst keine Schnäppchen schießen? Nee, aber der Markt ist unendlich cool, wenn ich ehrlich bin. Kann man da ich mag den Aufbau richtig. Das ist halt ein ganz normaler Supermarkt und das hat mir bisher halt noch nie in einem Pokémon-Spiel. Ja, okay. Gibt's ja noch. Glaube ich zumindest. Ja, okay. Oder? Gab's bisher schon mal so einen nicht Supermarkt? Nicht so einen großen. Nee. Also nicht so groß, ja, so was Kleines, glaube ich schon, aber. Ja, das ist halt einfach so, wo man einkaufen kann. Richtig, schönes Detail. Also das ja, vor allem mir mit den Autos noch davor, das ist halt super nice. Ja. Also, ja. Das dafür kann man halt Sonne und Mond nur mögen. Ja, auch wenn ich mich frage, wo diese Autos langfahren sollen, aber das ist okay. Alter, wollen wir die Skurrillo-Skulptur kaufen? Die hat damals Pokémon Sonne und Mond angekündigt. Dadurch wussten alle, dass es, Nee, das wusste irgendwie keiner. Irgendwie ist keiner auf die fucking Idee gekommen. Ja, aber ich glaube erst ein Jahr vorher, vor Sonne und Mond. Da gab es schon die ersten Theorien dazu, glaube ich. Ja, aber nicht so krass. Ja, das also, es war kein großes Thema. Alle haben irgendwas anderes spekuliert, ich auch unter anderem. Die meisten haben gedacht, das hat irgendwas mit Zeiger oder so zu tun, keine Ahnung. Also, das ist eigentlich schon recht offensichtlich. Ja, das stimmt. Und vor allem, das ist halt auch cool. Man sieht halt einfach, dass man auch in sowas, also schon im Vorfeld solche Sachen einbaut für die Spieler, so kleine Easter Eggs. Ja. Das hat echt cool gemacht. Ich bin jetzt beim Weder Vulkan Park und mein Encounter ist ein geiles. Okay. Im Vulkanpark. Im Wieler Vulkanpark hast du schon den Account, oder wie? Ja. Okay. Dann laufe ich da jetzt auch hin. Aber nach dieser Stadt ist keine neue Route. Doch Route 7 ist auch ein neuer Encounter. Also jetzt noch nicht direkt, weil wir noch nicht aber weiter können. Da kannst du noch nichts fangen. Okay, dann werde ich gleich mal mir den Encounter holen. So, was. Warte, ich glaube, oben gab es bessere Pokémon. War das nicht so? Nee, ich glaube, oben gibt es gar keine Pokémon, oder? Ja, keine Ahnung. Ah, doch, auf dem Berg, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, man kann hier auch manchmal einen Tortunator hören, also die Stimme von. In Sonne kriegt man das. Ah ja, stimmt, genau. Und im Mond war das was? Nee, das kriegt man da nicht, aber Drampa, der Drachenopa. Okay, dieses Pokémon, ist nicht schlecht. Kann man machen, muss man jetzt aber auch nicht machen. Ja. Tortunator war echt gut. Ich liebe Tortunator. Auch wenn das Design jetzt, keine Ahnung, ich mag es irgendwie. Gefällt mir. Echt. Also ich mag's auch. Von Anfang an finde ich das cool. Vor allem wurde es ja damals auf der Gamescom revealed. Und ja, genau. Das war man live vor Ort. Das war lustig. Dann haben irgendwie alle Amerikaner und so weiter, die Videos darüber gemacht haben, irgendwie den deutschen Namen erstmal verwendet. Ja, es ist ja auch im Englischen der Name. Nee. Turtonator und Tortunator. Das ist umgetauscht. Ja, ist aber, die haben es gleich ausgesprochen. Turtonator. Ja, aber es ist trotzdem anders. Deswegen ist es ja lustig, weil es so nicht genau dasselbe ist. Ah, es ist schon. Tortonator. Die haben es trotzdem gleich ausgesprochen, aber ich fand's lustig. Egal. Manche haben so gesagt, oh, der deutsche Name ist voll cool. Und dann heißt es im Englischen eigentlich genauso. Ja, das stimmt.
Aber ein bisschen anders. Wie nenne ich den? Keine, oh Moment, ich bin ja schon auf so einem hohen Level. Das könnte sogar ein bisschen sehr viel Schaden machen, wenn ich so darüber nachdenke. Bitte tank das. Ah, das wird ein Crit auch noch. Okay, jetzt muss ich mit dem nächsten Ball fangen. Okay. ich habe eine Vergiftung vorher raufgehauen und dann bin ich in ein anderes Bogen reingewechselt und bin 5 Level drüber. Und das Crit Wesen gesetzt. Ist okay, aber naja. Was, das Pokémon ist okay oder das Wesen ist okay? Das Wesen, naja, es geht. Aber ist das ein Pokémon, was du vielleicht verwenden wollen würdest, oder? Reserve, ja. Okay. Würde ich sagen. So, das Pokémon benennen wir nun auch mal. Wie nenne ich das denn? Ah, ich habe wieder einen super guten Namen. Nee, ich habe sogar echt einen nicht so schlechten Namen. Ja. Ich hatte erstmal an was anderes gedacht, aber da ist mir doch ein etwas besserer Name eingefallen. Wobei, warte, ich tue das Pokémon nach vorne. So. Ist zwar auch kein krasser Name, aber besser als das, was mir vorher eingefallen ist. Okay. So, ich würde auch gleich sagen, wir können den Part so langsam beenden. Ich will jetzt gleich sagen. Ich bin noch im Kampf. Ich könnte eigentlich schon mal beenden. Okay, er hat nur ein Pokémon, deswegen. Ja, also ich werde noch nicht in den Kampf reinlaufen, das will ich damit sagen. Jo. Okay, dann sind wir soweit bereit. Ich kann auch das Item hier einsammeln. Ja, und Hypertrank und ich werfe nochmal einen Schutz an, damit ich gleich nicht hier 1000 Encounter habe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee, ne? Ich wechsle jetzt einfach raus, bevor ich mich hier lange mit dem Ding aufhalte. Aber der Kampf hier ist eine weibliche Version von dem Touristen. Okay. Der Kampf wird auf jeden Fall gleich nochmal sehr, sehr interessant. Der Amphira-Kampf. Ja, und wird dann richtig interessant, setzt eine Wasserattacke ein. Ja, pst. Na, pst. Für dich wird das sehr interessant. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level das ist. Das werde ich gleich mal nachgucken. Nach dem Part. Weil das ich glaube, Level 22 oder so vielleicht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Werden wir gleich sehen. Und dann wird es auch den Kampf gegen Paul geben im nächsten Part. Schon wieder, absolut schon crazy. Wieder. Richtig crazy, Alter. Wir hauen jetzt richtig raus, Mann. Ja. Also bist du ready? Ich warte mal. Ich warte hier gerade noch eine Animation ab. Und dann bin ich soweit. Dann kannst du ja schon mal deine Abmoderation machen. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei Present vorbei. Dort findet ihr den nächsten Part und dann auch den nächsten Trial-Kampf. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Habt noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüssi.